Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in Cape Coral in unserem Haus. Heute beginnt ein Vlog und zwar beginnt er mitten beim Squash angucken. Ich würde sagen, wir starten das Video einfach. Ihr werdet ganz schnell reinfinden und viel Spaß damit. Sorry für diesen messy Bun heute, aber naja, ich war heute Morgen beim Sport und mir war dann einfach so. This is me, I'm so royal and you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. So Leute, das ist eine Spaghetti Quash, ein Spaghetti Quash und ich zeige euch jetzt mal, wie ich das mache. Das ist mein erstes Mal und ich habe das bei einer Freundin gesehen und vorhin war ich auf dem Markt, denn heute ist Dienstag und da habe ich das Teil gesehen und da dachte ich mir, hey komm, nimm doch einfach mal mit, vollkommen egal, ob du das hinkriegst oder nicht, aber ich wollte das gerne mal probieren. Boah, ich sehe aus, ich war vorhin beim Sport, sorry for this. Ich überlege, beziehungsweise ich versuche mich zu erinnern, wie sie das gemacht hat und mache das jetzt genauso und ihr seid mit dabei. Viel Spaß. Und ihr werdet sicherlich was zum Lachen haben. Ich glaube, mich zu erinnern, dass sie da einfach ein bisschen reingeschnitten hat. Das ist echt nicht lustig. Ich hätte sie vielleicht sogar nochmal fragen sollen, wie sie das geschnitten hat. Denn ich habe nur mit einem halben Auge hingeguckt. Aua. Und ich glaube, sie hat da immer irgendwie irgendwelche Ritze reingemacht. Hoffentlich verkacke ich das jetzt nicht. Oh Mann. Alter Schwede, das ist aber auch nicht lustig. Oh. Ich werde auf jeden Fall den komischen Aufkleber mal abmachen. Den will ich nicht in die Mikrowelle tun. Ach ja, und das Teil kommt gleich in die Mikrowelle übrigens, bevor ich vergesse, das zu erwähnen. Ganz nebenbei. Für, ich glaube, 10 Minuten. Und wenn es dann noch nicht durch ist oder so, dann nochmal 10 Minuten, glaube ich. Oh je. Also ihr seht schon, ich habe keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Aber ich habe jetzt auch keine Lust zu googeln. Ich will das jetzt einfach mal so machen, wie ich das denke. Das Ding ist bockehart, ey. Aber es hat so Chaos an sich mitunter meistens, ne? About to leave, already packing. Come with me. So, dann machen wir das lustige Ding mal in die Mikrowelle. Ich hoffe, das Haus spielt danach noch 6 Minuten und dann muss ich noch adden. So, 9 Minuten, machen wir 10. 10 Minuten. Und ja, wir werden sehen, was es wird und ob es was wird. Bis gleich. Ich habe noch mal 3 Minuten hinterhergehängt. Der Teller ist super heiß. Ich muss mich kurz abstellen und Handschuhe anziehen. Weil ich einfach vorhin im Gefühl hatte, dass es noch nicht fertig ist. Tada! Ich habe leider überhaupt keine Ahnung mehr, wie die das geöffnet hatten damals. Oh Mann, ich bin so schlecht. Warum kann ich nicht einfach mal ein bisschen aufpassen? Ich glaube so. Oh, der ist voll weich. Heiß und weich. Und es riecht lecker. Leute, ich schneide das Ding jetzt einfach so auf. Ich meine, so viel falsch machen kann ich wahrscheinlich eh nicht mehr. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't. Sieht man es zufällig dampfen? Okay. Lalala. Gut, so sieht es aus. Genau, ich erinnere mich. So sah das damals auch aus. Was ich noch weiß, ist, man soll erst die Kerne und den ganzen Müll entfernen. Ich brauche noch eine Gabel. Oh je. Nachher versaue ich hier unsere Spaghetti, oder? Geiler Videotitel. Ich habe unsere Spaghetti versaut. Jeder denkt sich so beim Lesen, was kann man denn an Spaghetti kochen falsch machen? Ja, ihr Lieben, das sind keine normalen Spaghetti, das sind... Das ist eine Spaghetti Quash. Squash. Hier sind noch ein paar Kerne. Liebe Grüße an meine Freundin, die hoffentlich dieses Video guckt und dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde. Es ist eine Sauarbeit und ich hoffe aber, es schmeckt mindestens genauso gut wie bei dir. So, und jetzt schaut, seht ihr das? Kann man das erkennen im Video? Oh, ist doch so weich geworden. Vielleicht ist die kleiner gewesen und deswegen so ultra weich. Okay. Das sind Spaghetti. Sieht man das? Das sind tatsächlich Spaghettis. Ich find's cool. Guckt euch das an. Meine Spaghetti. Ja, ich hab's irgendwie, dadurch, dass ich die so geschnitten habe, wahrscheinlich habe ich die Spaghetti gecuttet, ein bisschen irgendwie halbiert oder kleiner gemacht. Aber das ist nicht so schlimm. So habe ich euch jetzt mal richtig hingestellt, da seht ihr wieder mehr. Und jetzt hülle ich das Teil einfach aus hier, bis alle Spaghetti raus sind und hier in meiner Schale. Das ist schon ganz schön ergiebig.
Ich hatte schon gerade Angst, dass ich zu viel Soße gemacht habe. Aber es sind doch echt einige Spaghetti. Ich komme einfach mal noch ein Stück näher. Ich muss mal meine Soße umrühren. Wenn der nachher kommt und ich sage, hey Schatz, ich habe Spaghetti gekocht, dann freut er sich bestimmt erstmal nicht so. Aber ich denke, spätestens beim Anblick dieser Spaghetti, ja, ich bin gespannt, was er sagt. Ich bin echt gespannt, ob er was sagt, ob er das checkt überhaupt, ob ich die irgendwie wieder heiß kriege, ohne dass es auffällt. Ich bin überhaupt insgesamt echt gespannt. Vor allem, Leute, das ist halt mega, mega low carb. Und die schmecken auch fast gleich wie diese Spaghetti. Natürlich muss die Soße sehr gut sein, ne, die ihr dann da dazu macht. Also die muss natürlich auch echt nach was schmecken und die darf nicht so fad sein und nicht so boring, nicht so langweilig. Aber dann merkt man das, glaube ich, gar nicht. Und wenn uns das schmeckt, dann werde ich das jetzt, solange die Saison dafür ist, auf jeden Fall des Öfteren machen. Denn ab und zu mal Low Carb schadet ja auf gar keinen Fall. Und ja, ist ja auch nicht ungesund, ne? Ich meine, hier ist noch ein Kern. So, raus damit, du Luder. Ey, ich finde es voll cool, so viele Nudeln, wirklich, Leute. Könnt ihr das erkennen in der Kamera? Nicht so richtig, wa? Sorry. Sorry dafür. Moment. Schaut mal. Richtig cool schaut das aus. Mega, oder? Wie sowas geht, das ist echt der Hammer. Ein Wunder der Natur, Leute. Hammerhart. Richtig cool. Ich habe auch gleich Bock, mal was zu probieren. Das ist ja das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Meine Spaghetti aus der Mikrowelle. Die Squash, falls euch das interessiert, hat 2 Dollar gekostet. Auf dem Markt. Also dann kann ich mir fast nur vorstellen, dass die 1,50 kostet im Supermarkt oder sowas, roundabout. Und das ist halt echt ein super, super billiger Preis für Florida. Also falls es die in Deutschland gibt, dann dürfte die theoretisch nur nur einen Euro oder so kosten. Und das ist schon mega. Ich meine, klar, Nudeln sind ja auch nicht so viel teurer an sich. Aber es ist trotzdem ein guter Preis. So, ihr Süßen. Und das ist also hier mein Resultat. Sieht jetzt vielleicht nicht so viel aus, ist aber wirklich eine Menge. Also wird auf jeden Fall für meinen Schatz, mich und die Kiddies, wenn die das überhaupt essen, locker reichen. Denn ich habe ja auch noch einiges an Soße gemacht. Das ist mein Süßchen dazu. Und wisst ihr was, ich mache mir jetzt schnell meinen Teller und probiere für euch. Sieht doch toll aus, oder? Wie Spaghetti Bolognese, mehr oder weniger. Dann testen wir uns mal ran an den Speck. So Leute, ich bin mehr als satt von meiner Spaghetti Quash und es ist gleich schon wieder 4:30, ja. Ich muss dann die Kinder abholen und habe noch einen kleinen Einkaufszettel und deswegen muss ich jetzt schon los. Ich gehe jetzt direkt einkaufen. Ich weiß noch nicht, ob ich zu Walmart oder Publix gehe. Ich weiß nicht. Und dann gehe ich direkt zum Kindergarten und hole die Kiddies ab und dann mal schauen, was wir noch machen und was für Wetter ist, wenn wir dann zu Hause ankommen. Auf jeden Fall wollte ich sagen, es war super lecker. Ich habe 2 Teller gegessen und ich hatte dann immer noch so Hunger. Ich habe noch einen Keks gegessen. Es tut mir leid. Und ich habe immer noch so Hunger auf Süßes. Leute, der Anfang von so einer Low-Carb-Diät oder irgendwas, das ist echt die Hölle. Es ist einfach, es ist die Hölle. Und unser Problem ist halt auch, dass wir einfach so viele Süßigkeiten hier haben. Für die Kinder, wir haben Muffins da und den ganzen Spaß. Wir haben Kekse, wir haben alles eben so Sachen. Schoko-Crossies, Kinderschokolade, Kinderbons, all die geilen Sachen haben wir halt hier, ne? Und immer wenn ich den Kühlschrank aufmache, dann sehe ich das. Naja, ich habe mir vorgenommen mit dem Umzug dann, dass wir den Kühlschrank leer essen. Also nicht auf Zwang, aber dass die Kiddies einfach ein bisschen mehr jetzt davon noch haben dürfen, sage ich jetzt mal. Und weil ich will nicht den ganzen Kühlschrankinhalt mit umziehen lassen. Und dass wir dann im neuen Haus auf jeden Fall nicht mehr anfangen mit dem ganzen Kram, mit dem Süßkram und so. Zumindest nicht in dem Volumen, in dem wir es jetzt aktuell haben. Okay, ich nehme euch mal mit. Ich weiß noch nicht, ob ich euch mit in den Supermarkt nehme. Ich nehme euch auf jeden Fall jetzt mit in die Garage. Ach, hier seht ihr, wenn wir mal zusammen gerade hier draußen sind, schaut mal. Diese Kartons habe ich schon für den Umzug gebastelt. Schon gepackt und zugeklebt. Ist noch nicht so viel, ich weiß. Aber hey, besser als gar nichts.
So, dann müssen wir noch ein bisschen aufräumen hier den Saustall. Und die nächsten Kartons packen. Sind doch schöne Wolken, oder? Herrlich. Leute, echt herrlich. So, jetzt warte ich, dass grün wird. Sollte eigentlich jetzt grün werden. Yeah, wusste ich's doch. Hab ich's doch gesagt, wa? Ich denke mir manchmal so im Auto, wenn ich hier die Cam hochhalte, ich habe so einen langen, dicken Stab da dran. Und wenn man nur flüchtig so mal rüber guckt ins andere Auto, also wenn das jemand anders bei mir macht, dann habe ich immer Angst, dass sie denken, ich habe hier eine Knarre oder so. Ja, weil es ist schon verdächtig, weil wenn du keine Ahnung von YouTubern hast oder was die halt so mit sich rumschleppen, dann sieht es schon ganz schön merkwürdig aus, muss man schon sagen. Naja, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich zu Walmart im Skyline oder am Skyline fahre, weil ja, das einfach auf dem Weg liegt auch und ich jetzt keine Lust hatte, zum Publix am Cape Coral Parkway zu fahren. Jetzt wisst ihr auch alles noch. Ach ja, hier ist übrigens der Home Depot, kann man denn sehen. Auf Deutsch gesagt ein Baumarkt. Und ja, falls ich da fürs neue Haus einen Grill und sowas kaufe, habt ihr denn dann Bock mitzukommen? Soll ich euch dann mitnehmen? Soll ich dann ein Video machen à la Blondine ist im Baumarkt einkaufen? Am besten noch im Bikini. Nee, also sagt mir mal Bescheid, könnte ich machen. Natürlich nur, wenn ihr Lust dazu habt. Dann gebt dem Video mal gerne hier einen Daumen nach oben und schreibt unten in die Kommentare, wenn ihr Lust dazu hättet. Sorry übrigens, falls es wackelt, aber ihr seht ja, ich habe die Kamera nicht abgestellt, sondern ich halte die in der Hand, weil es halt irgendwie besser ist für mich und ich dann Gas geben kann, so viel ich möchte, ohne dass die Kamera mir entgegenfällt. So halte ich sie halt einfach fest, dafür wackelt es ein bisschen mehr. Ich denke, ihr werdet es überleben, aber ich entschuldige mich trotzdem dafür. Too much talking. Sandra, halt einfach die Klappe. Ja, okay, also da drüben ist der Baumarkt. Der Baumarkt. Der Home Depot. Warte, ich zoome mal a little bit. Da. Und da könnte ich dann reingehen für euch und könnte das Blondine in Baumarkt Video drehen, wenn ihr Bock habt. Ich überlege nur, ob ich noch jemanden mitnehme, der mich dann filmt. Denn dann wird es natürlich noch viel lustiger, wenn ich das nicht alles selber filmen muss, sondern mir jemand hinterherläuft mit einer zweiten Kamera vielleicht. Das wäre doch eine coole Idee, oder? Eine zweite Kamera hätte ich im schlimmsten Fall auch noch. So, wir sehen uns gleich wieder bei Walmart, würde ich sagen, okay? So, hier ist die Sport-Tina. Tinas Studio, wo ich früh morgens immer hingehe oder manchmal auch abends. Tada! So, und wir blinken schon mal so schön deutsch, wie sich das gehört, ne? So habe ich das ja auch in der Fachschule gelernt. Um hier in diesen Walmart abzubiegen und ein bisschen einzukaufen. Ja. Sieht schon ganz schön lustig aus, wenn ich hier so eine Kamera festhalte, ne? Für euch und für mich und für alle anderen wahrscheinlich auch, die das sehen. So, dann fahren wir mal gleich hier rein, damit wir nicht so ewig hier warten müssen. Ich hoffe, da ist was frei. Ja, natürlich nicht, ne? Ach, ich nehme den da vorne einfach in der prallen Sonne. Komm, dann kann ich gerade einparken. Ist doch auch geil. Ups, sorry. Einfach mal gegen die Kamera geschlagen. Also mit links lenken ist nicht so mein Ding, wa? Ich kann, wie gesagt, nicht so viel mit links. Eigentlich kann ich gar nichts mit links. Okay, ich glaube, ich stehe. Kann man so lassen, wa? Euch zuliebe nehme ich die Kamera mit rein. Dieser Wagen schiebt sich total zum... Ehrlich jetzt mal, Leute. Oh, der hat total den Rechtsdrall. Ich glaube, ich tausche den jetzt aus. Der ist echt schlimm. Nehmen wir halt den Verrosteten hier. Oh, klasse. Oh Mann, warum habe ich immer das Pech, Leute? Okay, let's go. Nehmen wir den. Ach, eine schöne Palme. So, heute nicht so viel Cinematic. Wir wollen ja schnelle Videos produzieren. Videos, die schnell bearbeitet werden müssen. Weil ich ja auch morgen wieder arbeiten muss, ne? So.
das hier auf jeden Fall niemals mit dem Einkaufszettel verwechseln, denn sonst landet er hier im Trash. Mein Einkaufszettel sieht nämlich aktuell gerade so aus, weil ich, ja, wie gesagt, nur eine Handvoll habe. Frei habe, nicht voll. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen Waschmittel, Bananen, Melone, Erdbeere, Fettöl und das Offspray. Okay, let's go. Bananen. Bananen. So, das sind die Bananen. Nehmen wir die mit, die sind nice. So, tada. 59 Cent das LB. Ich brauche unbedingt noch einen Joghurt. Ich habe den heute Morgen leer gemacht. Den nehmen wir mit. Der Vanille ist ganz lecker. Guckt euch das mal an. Habe ich gerade im Vorbeigehen gesehen. California Raspberry. Also ich muss ja keine Cola trinken. Wirklich nicht. Glaubt es mir. Könnt ihr jeden fragen. Ich brauche keine Cola. Aber diese geile Sorte, weil ich liebe alles mit Raspberry, wird jetzt gekauft. Ist mir vollkommen egal. Die ist auch nicht so günstig. Ich weiß das alles. Ich weiß es. Aber das habe ich noch nie gesehen. Muss ich probieren. Definitiv. Und ich update euch auch. Für alle, die hier im Urlaub sind und sagen, sie hassen stilles Wasser, was ja fast zu 99% hier ist. Es gibt dieses Perrier, da ist Sprudel mit drin. Und es gibt das San Pellegrino, 12 halbe Liter Flaschen für 10 Dollar. Nicht billig, aber Sprudel. Und dann gibt es noch die Glasflaschen, die großen, für 1,54. Das ist eigentlich auch ein guter Preis für Florida. Die kann man auch ab und zu nochmal kaufen, damit es euch nicht zu langweilig wird im Mund. Ansonsten nehme ich die auch gerne. Das ist Sparkling Water mit etwas Geschmack, also wirklich minimal. Man schmeckt es eigentlich fast gar nicht, aber wenn man will, dann schmeckt man es. Aber ich mag das auch ganz gerne. Ansonsten haben wir hier 10 Millionen verschiedene Sachen. Soda, Dr. Pepper, Diet gibt es jetzt auch schon. Es gibt jeden Pups hier. Ich glaube, ich mache mal ein extra Walmart-Video oder sowas für euch Leute, denn das würde sonst echt ausarten. So, und hier haben wir nochmal meine Lieblingscola. Alter Schwede. 3,33 für 12 Dosen. Das ist ganz nice. Okay, mein Waschmittel. Meine Erdbeeren. Meine Raspberry Cola. Meine Erdbeeren. Mein Mückenspray. Ja, die Zeit geht wieder los. Für uns alle. Und einmal Fit. Und ein Joghurt. Öl ist mir spontan gerade eingefallen. Ja, und ein paar Drinks. So, das war's. Ich schätze 40 Dollar mindestens, wahrscheinlich, roundabout 36, 40 Dollar. So, mein Wagen ist leer, nur dass er das nachher seht, ne? Nicht, dass er dann sagt, hä, wieso ist das so teuer? That's okay. Ich kann euch auf die Kasse halten. Okay. Okay, Maske weg. My German watchers want to see the American prices, you know. Oh, okay. I was wondering what you were doing. I know it looks a little bit weird, but yeah, it's only a YouTube channel. Oh, okay. $10, das war schon wirklich schon der Hammer, ne? Das Fit 1,87. Dann haben wir das Spray mit fast $5, ist auch heftig. Joghurt. Ja, Joghurt ist auch nicht gerade günstig. Und das war es schon. So. Okay. All together. Oh my goodness. Okay. More than I expect. It's okay. That's okay, we have a chip, honey. So, die Tante an der Kasse war ein bisschen nervös, deswegen habe ich sie jetzt nicht auch noch beim Einpacken gefilmt. Das war ja irgendwie ein bisschen komisch mit der Kamera. Es waren also tatsächlich $47.07. Mehr als ich erwartet habe. Den Kram schmeißen wir jetzt ins Auto und dann holen wir die Kiddies. Man muss halt auch mal ganz klar sagen, ich meine, das ist Fakt. Wir sind halt hier in Cape und Cape ist auch nur ein Dorf, ja. Also die sind hier wirklich noch ein bisschen hinterm Mond. Sorry, falls ich jetzt irgendjemanden persönlich beleidigt haben sollte, aber habe ich nicht.
Ich meine einfach nur, das ist halt America Light, das sagen alle oder ganz viele. Und das ist halt an allen Sachen, man merkt es. Es ist halt nicht das richtige, krasse Amerika. Man merkt es ja auch, es ist ein bisschen sicherer. Und es ist halt einfach America Light insofern. Jetzt holen wir die Kinder. Genug gequatscht, ich quatsch sowieso immer schon zu viel. 37, jetzt holen wir die Kiddies. Ich hoffe, euch hat der kurze Walmart-Ausblick gefallen und wir können gerne mal ein Walmart-Video machen, wenn ihr Bock dazu habt. Schreibt es unten in die Kommentare und gebt diesem Video einen Daumen nach oben. So, der Gustav ist auch endlich da. Papa will jetzt das erste Mal probieren. Papa. Papa soll das essen. Okay, na dann los. Was ist das denn? Au, danke. Der hat wehgetan. Was ist denn was? Was ist das? Ein bisschen Nudeln. Du bist keine Gesundheit. Das sind keine Nudeln. Warum nicht? Wie schmeckt das denn? Das schmeckt nicht nach Nudeln. Schmeckt nicht nach Nudeln. Nee. Besser oder schlechter? Das ist wieder anders. Mann, Gustav, das ist ein Spaghetti. Squash. Squash. Kürbis. So, meine hübschen Hasileins. Das soll es heute erstmal wieder gewesen sein mit dem Daily Vlog. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Nacht, was auch immer, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben geben. Nicht vergessen, abonnieren ist kostenlos. Bitte tut das, um uns zu helfen, dass die Community größer wird. Und ich würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.